hört auch das heutige Evangelium, wie es geschrieben steht bei Lukas im 14. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Es begab sich, dass Jesus an einem Sabbat in das Haus eines Oberen der Pharisäer kam, das Brot zu essen, und sie belauerten ihn. Und siehe, da war ein Mensch vor ihm, der war wassersüchtig. Und Jesus fing an und sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen still. Und er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. Und er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, den sein Sohn oder sein Ochse in den Brunnen fällt und der ihn nicht alsbald herauszieht, auch am Sabbat? Und sie konnten ihm darauf keine Antwort geben. Er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie suchten, oben anzusitzen, und sprach zu ihnen. Wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht oben an, denn es könnte einer eingeladen sein, der vornehmer ist als du, und dann kommt der, der dich und ihn eingeladen hat, und sagt zu dir, weiche diesem. Und du musst dann beschämt unten ansitzen. Sondern wenn du eingeladen bist, so gehe hin und setz dich unten an, damit, wenn der kommt, der dich eingeladen hat, er zu dir sagt, Freund, rücke hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Gelobt seist du, Herr Jesus. Lob sei dir, o Christus.